Und wir haben die Draft in Game 2 der Twitch Chat. Dann freue ich mich auf deinen Input extrem, weil ich habe jetzt schon so viel darüber geredet. Wann immer du was siehst, was du sagen willst, Bruder, unterbrich mich gerne. Sehr ein Ralph-Respekt vor allem. Und du bist nicht begeistert, oder? Na gut, das ist ein Whatever-Pick. Ich glaube, am Blue-Side kannst du ein bisschen mehr Druck aufbauen als ein Rail. Ja. Champ ist decent, aber jetzt keiner, wo ich sagen würde, okay, lohnt sich jetzt First-Pick Blue-Side. Vor allem jetzt auch mit Senna und Small da weg, gibst du eben Carmen Corp jetzt mit Zeri den besten Scaling-AD Carry nebenher. Baros ist auch Band, das heißt, eine Option wird zu peitschen, wenn sehr hart. Ich bin kein Fan von diesen Ahri-Blind-Picken. Klar, es ist so dieses typische, wir können Midlane Pressure in Early Game, aber da gibt es so viele Antworten. Nico zum Beispiel vor allem ist da sehr, sehr stark gegen. Und vor allem, wenn du einen Scaling-AD Carry pickst und einen Blind Midlane, hast du die Gefahr, dass ihm was picken, Botlane was pressuren kann und dann Midlane kann er picken und Botlane gehen kann. Nico kommt jetzt noch, was eine Überraschung. Ash, vielleicht Bot könnte noch passen, aber... Warum sind wir Annie in Europa? Bist du Fan von Annie? Findest du den Champion scheiße? Wirst du nicht picken wollen? Wen? Annie. Annie? Ja. Haben wir sehr viel Korea mit begrenztem Erfolg. Ja. Aber so basically ja. Nico. Basically, ich finde Nico ist auch ein bisschen besser ja. Als Annie. Annie ist sehr gut darin, wenn du als Team stark darin bist, eben diese Position zu verteidigen. Wenn du das trainierst und auch gut darin bist, dann kann sie das stark sein, vor allem zwischen LPL und LCK. Oh nee, Alter. Sivir, okay, wir gehen mit Scaling. Okay, ich bin der Meinung, wir gehen gerade in den vollen Circle. Wir haben gleich wieder einen Schaden mit Hypercarometer. Wir sind auch wieder Ciri Lulu. Ich habe Angst in dem Game, also das ist Angst, aber ich würde nicht Spaß dran haben, wenn wir jetzt Ciri Lulu haben oder Sivir Lulu. Wir flexen Red auf Jungle und gib ihm. Haben wir ein sehr wieder langatmiges Game. Ich glaube jetzt schon im Draft ist halt Mad Lions super far ahead. Weil Ahri wird später vor mit Vego keine Chance haben, irgendwie Sivir zu fretten, Midlane mit Hard sein, weil sie schon Midlane mit verlieren. Und es genug AD-Jungler gibt, die da irgendwie matchen können, wie Jarvan oder Sun Zhao. Oder Rally eben Jungle sogar, ne? Ja. Das heißt, Carmen Corp muss hier eben viel raus mit Toplane, aber wir alle wissen, Toplane zählt nicht. Toplane doesn't matter. Findest du? Nein, finde ich nicht. Du hattest damals bei Euphoria, fand ich einen sehr akkuraten Tag vor so vor 5 Jahren oder so. Oder das ist eben. Wo ich relevant war, ja. Nee, also auch Toplane auch anders drauf war, ja. Wo wirklich, du konntest Jumi Toplane picken oder was immer Wonder gespielt, das war okay. Ja. Aber aktuell finde ich Toplane ziemlich OP. Okay. Ich finde Toplane broken komplett. Ja, klar, also. Ja. Vor allem, wenn so ein. Du fühlst dich so stark, wenn du schon Aatrox, wenn der Draft gut dafür ist, wird so ein 1v9-Champion. Ja, genau. Also mach, was du willst. Lieban. Das hast du gesagt, dass Vego kann von vielen AD-Junglern gematcht werden. Jarvan hast du angesprochen, Nocturne vielleicht auch, Lee Sin wird rausgebannt. Rail Jungle Flexpick machbar. Jetzt werden wir die einzelnen Namen gechantet. Sind eigentlich mehr Franzosen oder mehr K-Corp, mehr Mad Lions Boys? Oh, jetzt ist es sehr schwer für Carmen Corp. Jetzt musst du entscheiden zwischen Support und Topline-Pick. Wenn du jetzt einen Out pickst und, Mad Lions auch Braum pickt, dann ist das Game komplett verloren. Weil Braum ist stark gegen Vego ist zum Beispiel, Zeri auch Short Range. Wenn du Rakan pickst, bist du Nautilus, also gerade ist aber der Draft sehr schwer. Die können auch gegen Rakan jetzt Rail Botlane schicken und eben ein Sau picken zum Beispiel, haben so ein Perfection von Sylvia noch. Das wäre interessant. Was aber schwer am Blue Side, weil du musst eigentlich bis Toplane ganken, sehr viel. Und Blind picken musst du ein bisschen schwieriger. Ja, ich hasse auch Double AD Carry, wenn du nicht genau weißt, wie viel Frontline du haben wirst, weil du kannst halt Rail nicht immer reinrotieren in dieser Fights. Du musst halt dann so Ohren Knull picken vielleicht. Das heißt, Blind Pick sehr angreifbar. Ja, mag ich nicht, persönlich. Arthos Blind Pick gefährlich. Die Renekt ist wieder gebufft worden. Geiles Matchup mittlerweile gegen den Champion. Ist das, was ich erwarten würde, Cabochard? Cabochard hat gestern gesagt, ich Blind Pick einfach Urgott. Und dann war er fucking useless. Ich war sehr verwirrt, persönlich. Ich auch, ja. Ich bin ein Urgott-Enthusiast, aber das war es gestern wirklich nicht. Und jetzt hier hast du viele Optionen hier für Cabo. Die logischste ist Renekton. Vielleicht sehen wir was anderes, vielleicht sehen wir was Wilderes. Oh, Poppy ist auch so ein Pick hier. Oh, Poppy ist so gut. Echt, oh. Poppy ist gegen Rakan Ahri schon sehr sexy. That's so over. Okay, na, der Draft ist halt gerade so 80-20 geworden durch Poppy Pick. Der Pick ist einfach komplett um ihn rein. Findest du nur wegen Ahri Rakan oder hast du noch einen anderen Grund? Wegen Early Invades oder? Einfach, weil du von dort auch Ahri und Veo die Early Game stark sein möchten. Und erst einmal Nico countert die Ahri und Poppy zieht die Kontrolle mit denen auch. Und vor allem auch Botlane musst du halt quasi catchen, weil Poppy ist Level 3, der stärkste Jungler im Game. Das heißt, du als Vego musst immer hinterher laufen und versuchen, dass dein Bot nicht gedived wird. Das heißt also, du kannst nicht Mittel sein. Das heißt, die ganze Identität an der Comp gerade geht flöten. Und du willst diven, du willst hart engagen. Wie? Gegen Rell und Poppy, wie? Es ist nicht möglich. Kannst nicht für Reset spielen, für Vego, für Ahri ist sehr, sehr hart zu spielen. Und in Korea sind wir permanent, wenn irgendjemand Poppy bekommt, gegen egal welchen AD-Jungler, Level 2 oder Level 3 wird gnadenlos invaded. Und es ist sehr, sehr schwer für Vego, was proaktiv selbst zu finden. Ja, also ich finde der Draft jetzt 80-20 tatsächlich. Also kannst du so oft spielen, Blue Side ist so far ahead. Selbst Nico ist gut gegen Engage halt. Ne? Jeder Champion in Mads Comp ist gut dagegen, was Carmen Corp machen möchte. Ja. Relativ eindeutig verlaufen. Muss aber sagen, ich bin kein Sivir-Fan, vielleicht kann... ich muss ja den Hype jetzt aufrechterhalten, weißt du? Das ist Match of the Week, du sagst direkt Coach. Ende. Ja, aber Upsi. Bis auf... Nein, alles gut. Und bis auf Snowballing bei K-Corps Identität sehr schwer das Spiel zu spielen. Hoffen also auf Fehler primär. Warum ist dieses Santana da? Das darf gar nicht da sein, Riot Games, sonst ist wieder Ingame gleich da. Dann sieht man den Beschwertigkeit wieder. Naja, whatever. Das wird schon, das wird schon. Die Fistos finde ich jetzt sehr seltsam, weil die wissen auch immer nicht, welches Timing sie haben wegen, ne? Naja. Delay sieht sehr weird aus.
Chat, es ist Match of the Week. Frankreich gegen Spanien. Es ist ein Kellerduell. Beide Teams stehen 1-3. Heute hatten wir 4 Teams, die auf dem letzten Platz waren. Eins von beiden wird jetzt von dem anderen absetzen dürfen, natürlich. Grabs ist ein riesiger Favorit. Sieht ein riesiger Favorit in Mad Lions. Ich bin ein Favorit. Du siehst den Favorit in Mad Lions. I am the favorite now. Ja, ich muss auch sagen, K-Corp hat ihr Problem nicht gelöst in diesem Split. Mad Lions hat einige neue gefunden, die sie davor nicht hatten. Aber kann auch sein, wenn du aktiv eben an Problem arbeitest, dass du eben an Schwächen auch verlierst so ein bisschen. Das heißt, mehr kann die Zettel aktiv nutzen dafür. Auch im letzten Split waren sie in der Season auch nur 5-4. Waren sie auch nicht stark und haben dazu Playoffs eskaliert. Weil auf der Art und Weise, wie du dich halt vorbereitest, anders ist natürlich zwischen Best of Ones und Best of Five. Dementsprechend, glaube ich, Matt einfach ein Team, was stark zu versucht, trainieren, um eine Woche, zu gewinnen, trainieren sie eben, um langfristigen Erfolg zu haben. Was ja geil wäre. Ja. Ob das so geil ist, wenn du 1-4 stehst und du gleich ausscheidest aus Playoffs, weiß ich nicht. Weißt du, ich verstehe den Gedankengang, ja. Aber das ist ja heute die Halbzeit. Heute ist die Hälfte der Season aber zu Ende. Aber du weißt auch, du bist in der Liga mit erstmal Giants. Also, du bist, ja, ist, I mean, ist leider sehr nüchtern betrachtet. Also richtig, ich sag, wenn du da sind du Neunter wirst, dann retire. Momentan. Wow. Also, als Finalist zum letzten Split. Ja. Okay? Nee. Giants ist echt bad. Giants, ich finde Giants jetzt in der Liga und Joke ist auch nicht Togo, aber Giants ist schon irgendwie schlecht, wie sie auch in der Wahrnehmung von sich selbst schlechter sind. Die vertrauen sich auch nicht mehr gegenseitig. Nee, richtig, klar, aber es ist auch so richtig typischer, dass die Teammates sich nicht mehr mögen. So. Ja. Sehr offensichtlich von außen zu sehen, ja, für jemanden, der das auch mal selbst erlebt hat. Ach was. Ja, ich hatte auch mal ein paar Teammates, die nicht mehr vertraut haben. Das kriegst du nicht zurück. Nee, ja, klar. Das ist wie eine Beziehung. Ja. Aber da braucht man ist es super, super schwer. Ich meine, es ist wirklich, es ist ja, eine Beziehung. Es ist eine Beziehung, ja. Aber die Stimmung im Stadion, Leute. Giants gegen Mad Lions Koi, Alter. K-Corp, meine ich. Frankreich gegen Spanien. Ich habe schon geguckt, ne, die hat heute so Metalldetektoren dabei gehabt, damit keine Messer eingespielt werden. Oder irgendwie diese, wie, du kennst es auch vom Fußball, wie heißt diese Pyro-Dinger? Pyros, ja. Ja, heißt das Pyros? Ja, ist das Pyros. Ja, gefährlich, gefährlich bei dem Matchup hier. Wenn die Südeuropäer werden nochmal ein bisschen sauer. Tage hast du direkt reingeflippt, Level 1. Alvaro mit einem guten Play. Ja. Da kann auch wirklich fucking use das Level 1. Oh, das ist wie Korea, by the way. Level 2, gnadenlos invaden. Und das ist Poppy halt, ne? Also das Matchup erlaubt das auch. Interessant aber, dass er Raptoren macht und nicht Red und dann invaden möchte. Da wollte ich auch sagen, ja. Ist eben dieses Hyperpathing, ne? Dass du Raptoren früher also vom ersten Baseman nochmal nehmen kannst. Und eben für den Team-Compare, Eoya gewinnt quasi im Bayer-Jungle nichts tun, ist es gut für Matt. Ja. Das heißt, er muss also quasi nur hinterherlaufen, Hallo sagen und dann Botlane ist schon gewonnen quasi für Matt durch diesen Invade hier, ja, weil die Botlane von Kessie kann nicht mehr aggressiv traden, weil Boris und Jungle vertrieben wird. Das sieht man bei T1 die ganze Zeit, wenn er sowas spielen darf. Gerade bei einem Carry-Jungler gegen den Tank, wenn du keine Ressourcen bei beiden Seiten kriegst, ist es winning, ja, für den Tank. Genau. Das ist genau, was Poppys Position halt sein sollte. Und das macht er übergeil. Und auch ich finde, Raptoren-Start, wie du gesagt hast, heißt das wirklich Hyper-Puffing? Ist das der Fachbegriff? Fachbegriff will ich nicht nennen, aber es ist nur eins, was man dann... Er gibt auch voll Sinn, dass er halt die Respawn-Stelle anspielen kann, weil es hat früher Respawn als Rap-Buff. Genau. Es ist vielleicht sogar Bot den Dive-Bar, aber er wird nicht Level 3 werden, oder? Von Gromp, Wölfen und Raptoren ist nicht Level 3. Nee, ist er nicht. Also wenn der Gromp kriegen wird, reicht das nicht. Aber du kannst auch hier noch nutzen, in dem Zeitpunkt versuchbar eigentlich zum Cheater-Recall. Und Bo kommt zurück. Bo kommt zurück. Bo will den Gromp contesten. Jetzt kommt Alvaro dazu und will den Gromp rechtzeitig finishen. Der ist low genug. Wenn du Q-castest von rechts, dreht Viego wieder um. Ne? Bo weiß selbst, nicht wundern mit sich selbst. Eieieiei. 3 Level 3 ist erreicht. Reicht doch aus. Warum, du hast noch ein Krokodil oben. Dann komm mit auf den Topside. Dann macht dann Red, geht Top-Diven. Und dann kannst du sagen, hey, Botlane, versuchst du zu viben. Du hast Cleanse, du hast Flash. Auch play den Dive einfach, wenn er kommt. Oh, just a play, lol. Ich finde es ein gutes Mindset tatsächlich. Also, muss wahrscheinlich ich finde es nicht so einfach, 3 gegen 2. Poppy ist einfacher, aber es ist nicht so einfach, das zu executen. Vor allem nicht, wenn mit TP hat, das ist doch schon oft in der LPL vor allem, dass der erste Dive normalerweise mit der mit TP beschützt wird. Das ist das Mindset früher zu uns gewesen, weiß nicht, wie es heute ist. Da kann der Jungler eben aggressiv Topside sein. Deswegen finde ich es verkehrt zu sagen. Ohne gestackte Wave gibt es nicht mal einen Dive, ne? Also jetzt macht dir genau, was du gesagt hast, Bogen mit der Topline mit seinem Strongside-Renekton letztendlich. Ja. Und der ist leicht in CS vorne und freut sich, aber Botlane leidet. Also ich kann sagen, es gab im G2-Haus früher sehr viele Diskussionen mit dem Reckless-Habit, dass er bei der geringsten Gefahr vom Dive zum Tier 2 Tower gelaufen ist. Und das ganze Team meinte so, spiel doch mal, du hast Flash ab. Und Mickey auch, ey, du hast Flash, wir können das spielen. Nee, nee. Das ist ein anderes Mindset, aber ich bin kein Fan davon, sofort wegzulaufen. Vor allem, wenn du Flash hast. Kein Flash hast, klar. Grabs sagt also, Reckless ist ein KDA-Warrior. Ich sage, er ist sehr passiv, will ich mit den Spielern. Ist auch absolut true. Ich denke, dass er auf Support gewechselt ist, ist nicht unbedingt bad. Ja gut, er spielt ja auch jetzt danach mit Lee Sin Botlane und Kram, ne? Bisschen also wieder, ne? Ein bisschen. Hat auch Varus Rumble gespielt und so. Ja, definitive Support. Leider haben sie ja nicht Playoffs geschafft, die Boys. Aber naja, Absinthe muss rausstechen hier. Und Absinthe, ich habe mit ihm gespielt und wenn ich kann dir sagen, Grabs, wenn er Botlane so verliert, der ist sehr wütend. Ja. Er ist sehr, sehr wütend, wenn er Botlane safe spielen muss. Sagen ja auch,
sehr gut. Also, was Covid so noch den Power abgehabt hätte, wäre es knapp geworden. Also Upstairs ist der Player im Gameplan. Ich brauchte dich Wave 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arguin hasst ihn deswegen. Arguin und er haben so einen Fistfight. Aber der Legende Arguin hat echt eine Menge Fistfights. Oh, ist geil. AD Carries sind einfach andere Menschen teilweise. Also es ist wirklich das jüngste Kind in der Familie. Es muss halt ein bisschen so bemuttert werden, weißt du so? Aber was auch irgendwie denkt, ist das coolste Kind. Automatisch. Ja, ne? Ja. Also ja. Alle müssen aufpassen, dass sich selbst umbringt. Aber das weiß alles. Das sind AD-Carries. Wenn Spotlight Dive, Bo war schon Base, hat so einen kleinen Item-Vorteil, wird er rechtzeitig da sein, ist die Frage. Spotlight Dive wird abgeblasen, Poppy rennt raus. Da gibt es kein Dive. Und trotzdem sehen wir, man denkt jetzt, okay, Upsub-Lading, haha, aber es ist ja super schwer für Zeri zu spielen, wenn eben beide Teams wissen, dass Vego Bots halt nicht mehr sein kann. Für gefühlt 3 Minuten. Das heißt, letzte CS sieht gerade ist einfach nur von der Pressure von Poppy, nicht Laning von Upsub Hagamas Wagen 2. Ich finde es sogar geil, dass Upset Tagemas geschafft haben, dass sie nie gedived werden konnten. Dass sie nie in das Slowpush entstanden ist, dass sie wirklich Angst haben mussten, dass Poppy da ist. Weil wie du gesagt hast, Vego war für 3 Minuten nicht Botzeit, der hatte keine Camps. Ja. Sogar der Respawn der Camps wurde von der Yoja angegriffen und die Wölfe nochmal eingesammelt. Trotzdem jetzt also im Endeffekt Defizit auf Botlane, aber mit Jungle Vorteil. Also eigentlich gar nicht mal so bad aus Sicht von K-Corp. Es ist okay. Gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Es ist aber, auch wie gesagt, wenn nichts passiert, sollte es gut sein für Matt. Das heißt, man kann genauso sagen, sie mussten gar nicht diven, sie mussten einfach nur diese Situation mal schaffen. Zu wissen, okay, wo ist Vego in der Sekunde? Und so könntest du das Early Game weiterhin sehr passiv spielen, was für sie gut sein sollte. Aber deswegen spielst du Sivir und du Zeri. Wenn du scalen möchtest, warum bist du Sivir? Ne? Klar. Also, vom Nebeneinzelter her muss es eigentlich sehr, sehr gut sein von daher. Wenn ich Toplane bin und ich krieg einen Ocean Rake for free, ich würde mich so freuen, wenn ich Mervin wäre. Rake of 4K, Bo würde zusprinten. Noch ist nicht for free. Aber mit der Push, das heißt eigentlich, soll nichts passieren. Aber es ist Europa. Ich kann ja irgendwas reinfliegen sehen und dann sterben. Er fliegt schon mal rein. Boah, der Crashdown kommt gut rein. 2 Mann gestunt, wird auch ein Yoga Flashdown für den Stun. Währenddessen Frescovi in der Backline gejumpt von Ari. Flashdown kommt durch, First Blood erfolgt. Frescovi kann keinen wirklichen Follow bieten. Er hält sich nochmal hoch mit Blastcone. Reicht das? Er ultet? Noch eine Blastcone mehr. Oh, er flasht raus. Er nicht Blastcone, Honeyfruit. Ich bin so getriggert. Nee, oh, warte, Upset Chase nochmal nach. Dieses Tempo schon durchgesteckt, aber mehr wird er nicht machen dürfen. Und jetzt bist du dran, Grabs. Warum bist du wütend? Ich hab doch gerade gesagt, sie können nicht kämpfen, aber ich sehe, sie werden reinfliegen und sterben. Cool, haben sie gemacht. Drake wollen sie nicht abgeben und sie haben Drake verteidigt. Stonks in meinem Buch. Toplane sagt super. Kein Ocean Drake. Necken gibt Thumbs up. Dankeschön. Worth it. Bitterer Fight natürlich trotzdem. Später schon der Uwe, immer nur 1 für 0 Trade. Sagen der Beine noch Frescovi ausgeschaltet. Da kann man dankbar sein, dass man überlebt. Was hältst du davon, von Renekton hier nicht Tabis zu rushen im Matchup? Weil sobald ich finde, 2800 Gold Eclipse ist so gut bezahlt, dass du schnell haben möchtest. Finde ich actually geil. Auch mit Tabis im Matchup, ja? Ja, auch mit Tabis im Matchup. Renekton, wenn Arthros nicht auf dem ersten Wave bekommen kann, komplett fein. Weil du kaufst jetzt Tabis, dann ist Arthros für eine Wave stärker, vielleicht 2 Waves, hast du Eclipse und dann gewinnst du richtig hart. Also ist schon geil. Ich bin großer Eclipse-Fan. Ist halt so günstig. Wenn es davor so Strikebreaker Gold gab für 3300, das ist zu spät. Das war viel zu spät. Deswegen Tabis musst du da gehen. Aber jetzt. Du kannst ja echt gar nicht mal traden, ne? Gegen Tabis, das ist das Problem. Ja. Okay, Zwerge 2 wird auch trotzdem nicht passieren wahrscheinlich, deswegen ist es egal. Du hast schon recht. Er braucht die Pressure nicht, wobei er recht drin ist. Eclipse ist einfach günstig. Das Ding mit Frozen Heart, das war auch so OP für eine Weile. Das haben sie irgendwie 300 Gold hochgenervt, das teurer ist. Ja. Weil sonst auch so ein Insanes Rush hat dann war. Nicht auf Toplane unbedingt, aber vor allem im Wald. Und auf Bart. Ich habe so oft gegen Latimus so gut gespielt, oder sein Bart, ist war unplayable. Ich finde es auch witzig, Riot lernt nicht, ne? Jeden Patch oder jedes Jahr gibt es irgendein Item, was super billig ist, ja. So viele Stats gibt und immer gerusht auf den Junglern. Auch einmal pro Jahr ist ein Support-Item, also Doppel-Support-Item broken. Ja. Einmal pro Jahr, warum? So, könnt ihr einfach mal gucken. Aber immerhin. Ihr fucking PB-Server, Mann. Immerhin, ich habe noch kein, noch nicht viel Funnel gesehen. Das ist mal stimmt, Funnel nicht mehr, seit langem, ja. Aber mit Zeit. Wird Zeit wieder. Was sagen, Funnel war eigentlich eine coole Strategie für 2, 3 Patches, persönlich. Fand ich. Also wir haben sie abused und ja. Damit auch mal eine LEC gewonnen. Gegen Origin damals. War der ganze Split damit? Das war doch nur für Regular Season. Finals haben wir gespielt. Wirklich? Ja. War das Tarik Kaiser? Das war, wir hatten Pyke, Morgana, Botlane. Und aber wir hatten ja Zaira Khan Funnel gegen Yasuo. Ja. Ja, wir hatten Zaira Khan. Jankos war Morgana, Botlane alleine. Das war so geil. Das klingt doch geil. Es klingt doch geil. Ja. Für so ein Splash oder 2 ein bisschen Adaptionsfähigkeit mitbringen. Wähl der auch akkurat mit der Argumentation, die du vorhin gefunden hast, ne? Mit der Pre-Con Draft. Oh, warte, mit den Gank? Und sagen einfach dead. Ja, he just dies. Kann ich machen, ja. Poppy balanced. Ja? Hextech Flash, Steadfast Presence, host ihn nicht gegen die Wand, aber sie kann trotzdem nicht dashen. Unplayable für Sachen. Und auch das Gold ist zwar even, aber wir haben darüber gesprochen, ne? Pressure-wise hat K-Corp nichts, was er nutzen kann. Das heißt, Mad Lions hat nirgendwo etwas zu beantworten. Können nicht ihre Plays aggressiv planen. Super schwer gewesen, was sagen, gerade vor allem ohne Flash irgendwas zu machen. Also, wenn Poppy rüberkommt, ist er tot. Dann gibt es da keinen Counterplay wirklich.
Und auch der Drache ist egal. Also wenn ich hier am Map bin, dann sage ich, okay, wir holen einen Kill. Wir holen Tempo für den Drachen. Das passt schon. Ah, Tagemas sehr weit vorne. Er kann nicht mehr rausjumpen. Jetzt musst du kurz warten. Poppy macht aber nicht so viel Schaden. Poppy, Keeper's Verdict haut Upset raus. Drake währenddessen sehr low, bei Yuya ebenfalls. Also, der sollte nicht contestbar sein. Wäre sehr wild, wenn er mit Wandtech flashen würde. Ich hab's beinahe kommen sehen, Alter. Ich finde es immer sehr wichtig nach dem Drachen, wenn die Botwave bekommt. Dass eigentlich beide Teams darauf achten müssen. Und hier hat Matt jetzt einen Push. Das heißt vor allem auch jetzt Upset. Hat Hälfte Mana. Und Matt hat einen Push. Das heißt, Upset irgendwann basen müssen an der schlechten Wave State. Weil jetzt gerade der Diego nicht Botwave war. Das ist eine Vorausschau und das Spiel einfach. Beide Teams werden wissen, beide Jungle mit Topside sein. Das heißt, mehr kann man machen mit dem Bot, was sie möchten. Aber geben es einfach ab. Ja, ist ein interessanter Call, weil du kannst natürlich sogar Sylvie für Power Waves alleine lassen und dann Boygrubs anderthalb Minuten. Das ist generell eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich fand Games sind einfach viel langsamer geworden, weil Herald fehlt. So, wir haben kein Oligam Objective, was geil ist. Wie stehst du zu Boygrubs? Wie stehst du allgemein zu dieser Herald-Void-Änderung? Also, ich finde, die Boygrubs sind super unwichtig. Also, kannst du machen, wenn du gerade da bist, quasi. So ein Drive-By. Müsste eine mit. Aber ansonsten, es ist so eine Win-More-Mechanik, finde ich. Ja. Later on. Das heißt, der Effekt an sich ist nicht so wichtig. Der Herald, ich finde es okay, dass man das Spiel ein bisschen langsamer machen möchte. Vor allem, je langsamer das Spiel, desto eher hat man die Chance, 1-1 zu spielen. Weil ich ein großer Fan bin. Ja, ich finde aber, was sie hätten machen sollen, ist einfach die Respawn-Time von Drachen um 1 Minute erhöhen. Einfach so 6 Minuten hast du im Spiel 4 Minuten länger, für einen Zeitlaner relevant zu werden. Nein, das würde das Spiel schon so viel öffnen, einfacher an Strategien. Oder Herald hat sich dann, ja gut. Auch von den Plates ein bisschen genervt worden auch. Darf es zu den anderen Primus? Ich kann es auch muten, wenn es abfuckt, by the way, ist kein Problem. Danke, warum bleibst du dein Twitch Prime? Liebe Bro, aber nicht, dass du jetzt nicht einfach drüber reden, wenn du möchtest. Okay, okay. Das ist ja unhöflich, ne? Wenn hier. Nein, es ist. Wenn Baumslime hier subbt, dann muss man hier. Ja, Baumslime, my man. Einfach nur ein HP, wird ein Reset durchkommen, ist die Frage. Ari hat keinen Dash mehr ready. Viego wäre gerne da, um seine Klinge zu verserken. Und der ist dead. Der Viego ist dead. Oh, der Regage Alvaro. Sehr sexy, by the way. Wir haben auch einen geilen Winterspit gespielt, denn Simus Mervin um sein Leben rennt. Eclipse ist schon da bei Akabo-Shard, also einiges stärker mit Renekton. Ich bin überrascht davon, dass es zu den 4 gegen 4 kommt, weil Matt hat die Kontrolle. Das heißt, sie könnten die Map so spielen, dass es eben nicht zu einem even Fight kommt. Das ist so dein bestes. Ja, ich brauche was, wie so ein Fidget-Spinner für mich. Ich brauche was in den Händen, das ist ganz schrecklich. Das ist normal. Sehr overforced, finde ich hier. Fairerweise müssen sie forcen, um die Mitte zu entern, müssen sie den Kampf nehmen. So oder so. Das wäre wahrscheinlich hier die beste Option gehabt. Auch sehr knapp, wenn Bronchi Whistle bekommt von Rell, ne? Dann ist Case hier 3-0, wahrscheinlich 4-0 sogar im Fight. Auf Messerschneider. Das ist wirklich so knapp gewesen, das Alvaro, wenn er da früher stirbt. Desaster. Aber ja, also du meinst, sie müssen Mitte fighten, um Mitte re-entern zu können? Ja, weil Matt ist ja top rotiert und 3 von Kehoff waren Midlane mit dem Busch. Ja. Das heißt, wenn Frescobi zurück mitnehmen möchte, müssen sie über den vorbei. Und da Kehoff die Position hat, wird das sehr, sehr schwer sein. Das heißt, der Kampf da war für Matt viel besser als am Midlane Busch. Verstanden. Rollcraft Start, aber bis jetzt ist sie wieder reinrotiert und ist Siri eben nicht. Der Upside des Bot dann geblieben. Also wenn dann Platten traden und Grubbies abgeben. Finde ich immer kacke, wenn er die Kehoff komplett hochrotiert. Fog of War spielt, finde ich geil. Ja, ja, absolut. Zeigt sich halt einfach nicht. Dann ist für Upside die Entscheidung auch schwerer zu treffen, was er machen soll. Du bist ja mit Sivir und Kraken Slayer meistens in der Lage, die Wave zuerst zu pushen, aber jetzt hier komplett rekrutiert, Upset darf also was traden, ich habe eine Platte bekommen und eine Wave zum Teil denied. Sollte ihn zumindest ein bisschen freuen. Und auf jeden ersten Push, nächsten Wave auch noch, ne? Nicht vergessen, Herald spawnt in 50 Sekunden, das heißt, wenn der Bot Kontrolle hat, kann er zuerst resetten, Midlane gehen, Kontrolle aufbauen von Herald. Also gerade hat man sehr, sehr viel verloren im Sinne von Mad. Und das für die Voidcrabs, ne? Ist jetzt auch bitter, weil jetzt kann Serie wirklich Base gehen für Static Schiff. Wie du gesagt hast, Herald spawnt, gleich gehst du direkt mit uns. Prio, geiler Recall Cancel. Wichtig. Super, ist besser als Deft. Okay. Ja, er hat so heute Deft nicht gemacht. Damit bist du alleine in der Meinung? Ist sein Bruder, ich hab's nur gesagt, weil er denkt, er ist bleibt. Don't stay humble, super. Mein Goat. Mein Goat. Ihr habt jetzt Stuck Botlane. Super, jetzt sogar selbst die Karten wieder in der Hand. Und noch Item Power Spike und dieser Cancel auf Upside endet das gesamte Marco-Game von K-Corp. Wären super happy damit, wenn Sagen Bot gegangen wäre, absolut rotiert, wie auch immer. Auf jeden Fall TP Bot dann nicht schlecht, wenn du Held spielen möchtest. Upside und Int jetzt deswegen super. Sehr weit vorne, doch schlechter als Deft. Der ist tot! Deft wird dann nicht gestorben. Und er hat sogar noch Flash verloren. Oh, warte! Immerhin selbst noch Flash errungen. Nee, schlecht. Aber unnötig einfach, ne? Also unnötig. Aber ich freue mich für Elias. Weißt du, wir sind tight like that. Wir sind tight like that. Ja. Ich wollte auch Upside letzte Woche unbedingt im Interview haben, aber er hat nie gewonnen, deswegen wäre es unangenehm gewesen. Ja, wäre geiler, wenn er mal gewinnt, weißt du? Aber ich war Seitenhieber, ja? Alles klar. Ja, ja. Aber 0-7, Bro. Ehre genommen. Er geht wieder Botside.
Das ist etwas, was Endono Prime sehr oft macht bei uns in der Prime League. Wir öffnen immer über Sideline mit unserem AD Carry. Bin persönlich kein Fan davon, wenn Ciri Sideline läuft, während Harold up ist. Ich finde es oft davon an, welche TPs up sind. Also ein Double TP. Aber sag gerade TP. Also du kannst easy Botside spielen. Oh, wann hat er TP'd? Er hat gerade TP'd. Aber warum ist er mit der TP'd? Da fragst du mich. Warum ist er mit der TP'd? I don't know. Warum ist er mit der TP'd? I don't know. Also, deswegen ist er mit der TP'd, um Joel zu töten. Er lebt mit einem HP. Sagen Dash nach und er kriegt den Kill. Ah, kluger Mann. Zukunft gesehen. Deshalb spielt er nicht wir. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber. Mind-Controlling. Ja, Mind-Controlling. Und sie kriegen den Drake damit. Echt wichtig, da Joel zu catchen und sagen, hat es irgendwie geschafft, da ranzukommen. Meine Fresse. Aber ich muss sagen, immer noch, die Mind-Controller haben sie verloren wegen der Wolkraps. Also ist absolut true. Ja. Gehe ich absolut mit. Du hast einmal noch geschafft, wenn Super deinen Recorder cancelt, geil. Dann stirbt aber Super trotzdem, ne? Das hat ja, der Sie genau. Aufrecht, was aufrecht sein kann. Oh, Junge, jetzt kommt aber eine ewige Doneo. Was ist los? Oh, ne, ich lese das letzte Wort am Ende nur. Grabs. Ich weiß nicht, ob du dieses... Oh, warte, ein Peskobi stirbt beinahe mit Lane. Kennst du dieses Copypasta? Was ist das? Was ist das für ein random Pinguin? Ich hab keine Ahnung. Ich mag Pinguine, er ist auch mal im Chat manchmal. I hate Penguins. Ich bin wahrscheinlich irgendwas mit Pinguin, der nicht mag. Okay, whatever, Mann. Ich will nicht wissen, wie man... Faker's Lieblingstier ist der Pinguin. Also, ne? Nur, dass du es weißt. Bist du Pinguin, das ist Faker. Faker's Lieblingstier ist der Pinguin. Ah, okay. Er liebt Pinguine. Er war so, er hat für 3 Jahre keinen Tweet gemacht, dann war ein Tweet, wer sein Profilbild aktualisiert hat, zu einem Pinguin. Und ist einfach so im Zoo war mit Pinguin. Voll geiles Bild. Mein Faker-Moment war MSI 2019. Ja. Wir haben uns auf dem Gang gesehen und ich habe gemerkt, er hat gar keine Ahnung, wer ich bin. Ja. Also wirklich so höflich, so hallo, hallo, ja. Bla bla. Worlds, selbes Jahr, wir haben sie geschlagen. So gegangen und er so, hello Grabs, du verbirgst dich. Oh, yeah. Yeah. Let's go! So, okay. Nice. That's right. Das ist ja voll cool. Ja, war super, ja. Mega geil. Ich wünsche Faker, aber du wissen, wer ich bin. ich hab interviewt und ganz Team und am nächsten Morgen habe ich immer Frühstück getroffen vor unserem Gang und er hat mir zugenickt. So, weißt du, wir standen so da und dann so. Okay. Aber er weiß nicht, wer ich bin. Also, er kann nicht gehen, weißt du? Er hat sich nicht verbeugt und meinen Namen gekannt oder so. Voll geil. Ja, trotzdem herzlich. Ja, natürlich. Er hat mir auch so mein Trikot überreicht, wo so mein Name drauf steht. So, das ist unser Geschenk an dich. Das war mega gänsehaut. War schon mega gänsehaut, aber es war halt so. Er weiß nicht, wer ich bin, of course. Ich bin auch nie komplett relevant gewesen. Also. Nicht für Faker Kalinski. Bam, Junge! Ey, Leute, hier und danke für die 10er-Bombe, Mann! Danke dir, mein Dude. Kann man machen. Jetzt Botlane-Trade für nur Pryo. Der Turm ist ja bereits gefallen. Das heißt, K-Corp. Item-Spikes. Ich meine, gerade Vego hat Item-Poppy nicht. Deswegen zu traden, finde ich hier vollkommen okay. Den Fighter nicht zu nehmen. Vor allem gegen Vego halt. Ne? Wenn du da jetzt einen Fight verlierst, wirst du geaced. Ich bin kein Fan davon, Botlane zu pushen, wenn du nichts kriegen kannst. Du kannst weder Camps invaden, noch irgendwas warden, noch irgendwas vorbereiten. Weg ist viel zu weit weg. Heißt, ja, du hast recht. Ich verstehe einen Power-Spike-Vorteil. Aber mit Line der Fehler hier ist der Push. Der Fehler ist, dass hier der Tor war, der Push nächste Wave auch. Wenn jetzt die Base wäre, schon nicht top wäre, können sie nicht pushen, sie können sie weg off-chasen, könnten am Schreckbach invaden. Der Fehler war nicht der Push, der Fehler war, was du immer hast, vom Top-Laner, wenn die pushen, möchte ich auch Tor hitten. Ne? Oftmals ist es sehr gut, push einfach und Insta-Base. Ne? Weil damit rechnest du manchmal nicht. Er ist immer noch Top-Lane, also Bot-Lane gerade. Ja, wird ja alle sogar Info renacken, ja. Deswegen, das war der Fehler eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, weil Top-Lane-Retake an dem Punkt ist für Mervyn so scheiße, aber wenn der Bot-Lane auf die Fresse regt, ist das auch nicht besser. also verstehe ich. Ja, du musst ja nicht retaken, du kannst ja als Atrox nicht wieder laufen einfach. Ja. Und dann Team kann aggressiv vorne gehen, was passiert, bist du da, wenn nicht, dann nicht. Ne? Du musst in den Confidence-Raum quasi. Aber wenn du jetzt wenn ich aus Top-Lane-Perspektive denke, ich hätte Angst, wenn ich nicht fighte, weil Kraken Slayer bei Vego da ist, dann will ich doch genauso nicht fighten, auch wenn ich recalle und Renekton kann rein tippen. Weil dann haben wir immer noch einen schlechteren Item-Situation, oder nicht? Aber es gibt kein TP, wo sie flanken kann. Okay, ja, Renekton müsste von der Back spielen. Das heißt, wenn du TP hast, hast du TP-Advantage. Ja, okay. Also du gehst ja nicht aggressiv, du wirst nicht hart engagen. Verstanden. Ja? Du willst sie einfach rauspushen und genau. Mit Überzahl spielen. Sollte der Gegner fighten, vielleicht Vorteil. Boah, genau. Passt gut. Alter. Ich meine, wenn du Botlane gewinnst gegen Renekton, dann bleib einfach da. Ja. Push ihn weiter rein, aber tut ja nicht. Ne? Nee, Clips ist geil. Clips ist sehr geil, dann den Matchup früh zu kriegen. Jetzt hat Mervyn kein Flash für den Fight. Ich finde es immer noch so seltsam, dass man Top-Laner nicht mein Gordrinker hat. Das Item hat mich so geprägt, glaube ich. Das Item war auch sehr OP. Aber Standard Sky kann sogar besser sein, finde ich, in manchen Situationen. Vor allem auf Lee Sin. Aber es war so satisfying. So ein Gordrinker Bock auf 5 Leute. Das war so, och. Diese Tausender Heilung habe ich auch sehr gehört. Serotonin, so. Das hören einfach rein. Trotzdem verloren und trotzdem. Ah, ja, oh, geil, der Gordrinker Bock, geil. Ich bin ein simpler Top-Laner, ich drück die 1. Jetzt pusht Sagen die Wave und das ist Midlaner, sind nicht die Top-Laner, ne? Die pushen Waves und gehen weg. Ja. Ist du hast recht, das ist wirklich gerade Ressourcen. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, by the way. Aber du hast so recht. Wenn ich an mich das denke. Ist wahrscheinlich. Fairerweise sagt das jemand, schaut euch mal K-Cop Games an. Er weigert sich zu pushen, wenn Tagermaß nicht hackt. Er braucht Tagermaß Händchen halten, ansonsten wird er immer mit Midlane gehen. Und Tagermaß ist auch der Supporter, der am meisten um Midlane an seinen spielt. Oh, wirklich? Hab ich gar nicht so beobachtet. Die beiden halten Händchen wie, ich weiß nicht.
wie damals in der 8. Klasse, das neue Pärchen da. Keine Ahnung. Und die süßen Turteltäubchen. Aber jetzt ist Tage, was da eigentlich mehr dabei vor, Wards zu bereiten für Sagen, damit er reintippen könnte für den Drake. Die Wards sind nicht terrible. Sagen ins Topland durchaus eher bedroht. Im Gegensatz zur Botseite der Karte, wo sich vier Leute seiner Teammates aufhalten. Sie haben schon die Wards, aber trotzdem noch vier im Inventar, weil er gebased ist. Das möchte ich mal sehen. Sehr geil. Neue Vision Line vorbereiten. Harold Mitte finde ich auch sexy. Du hast den Spotlight durchgepusht, Top durchgepusht. Aro rotiert rein. Vielleicht. Findest du? 20 aber Sekunden vorher? Ja, I guess. Aro rotiert zuerst rein, Renekton auch. Du hast Überzahl. Vielleicht kannst du sogar zwei Charges spielen, wenn du ganz gierig bist. Da verlierst du Kontrolle. Also ich würde auf einem bleiben. Und zu Drake genommen machen. Also ich finde, Arthur Spotlight bleibt, du bist mit beiden Zeitlinien bereits reingerotiert, würde ich da aggressiver in den Turm gehen, persönlich. Also sonst mein Zeitinvestment kaum wert, finde ich. Also ja, gut. Es ist super schwer rauszukommen, wenn du noch Tier 2 gehst. Da ja, aber mindestens Tier 1. Tier 2, okay, aber Tier 1, Alter. Arthur ist hier auf dem Flank. Ich finde, Kick macht es eigentlich ganz so schlecht, ne? Also die haben nur einen Midlane, der flanken möchte, Ari. Der Rest ist am Drachen. Das machen sie gut. Marvin. Aber irgendwann musst du den Punkt haben zum Engagen. Jetzt haben sie Position verloren. Ich finde, jetzt ist Poppy so OP bei dem Fight. Ja. Allein ja, Keepers Verdicts Gefahr ist da und du kannst niemals reindaschen, wenn sie weh drückt. Jetzt deinen Saken rein, dann Poppy ist nicht in der Nähe. Gehst du in den ersten Auftrag hier direkt gegen die Nico? Das wäre geil. Jetzt ist Poppy da. Cancel den Jump, aber nicht rechtzeitig. Vescovi trollt, läuft auf Ari rauf, wird erneut gecatcht von Ari. In der gleichen Position wie vor 20 Minuten, basically. Und damit ist der Drake auf einmal free für K-Cop. Das ist so Point für die Boys. Und Sieve, die von Freescale wollte, hat jetzt auf einmal dieses, ja, die Seele im Gegnerteam, okay, wir lernen, als Gefahr. Poppy ist nur broken, wenn du Poppy in der Nähe bleibst zumindest. ja. Drei Screens weiter, das Poppy nicht mehr so stark. Finde ich auch sehr frustrierend, weil du hast das Areal schon eingenommen. Da muss der Nico nicht mehr bei den Flanken nachdenken. So, Poppy drückt halt W oder Ult und du musst nicht flanken. Dann am Ari kriegt am Ende einfach dein Flanker quasi geflankt. Also ich fand eigentlich, hat Matt schon eine Position bekommen, hat eigentlich schon gewinnen müssen im Kampf. Ich würde gerne sehen, wie es noch passiert ist. Also wie kann es sein, dass das Screen wieder mal reinrennt in der Ari. Blind. Auf einmal Kelko mit gutem Goldlied. Mit Turm ist auch rein ins Spiel. Harold Play quasi geglückt. Bottom gefallen. Drei Drakes. Mountain Soul ist hier richtig geil. Upside auch sehr, sehr stark im Game drin. CW ebenfalls, aber für sie wirklich zu neutralisieren ist und dann möglich, wenn sie Waves for Free farmen darf. Und das gibt halt im Fluss keine Waves. Und Upside ein bisschen weit vorne. Das ist fein. Ja, ist fein. Ich wäre gleich immer ganz gerne Poppy mit dem Hornbohrer, weil sie ja dort im Teamfight one-hittet. Und da, oh mein Gott! Auch mal früher ulten. Auch mal früher flashen oder ulten. Bau! Was ist ein Hornbohrer? Hast du nie Pokémon gespielt? Ja, das ist ein Item oder so. Nee, das ist ein Spell, der Leute one-hitted. Ach so, ja, bei Pokémon, ja. Poppy one-hitted im Teamfight halt mehrere Leute. Sie sind immer nicht da. Bruder, es gibt die Klinge der Unendlichkeit. Hornbohrer vielleicht. Ja, ist ein Item. Verstehe ich. Oder Geofissur. Auch, oder Eiseskälte. Das waren doch die drei, oder? Nee, es war Geofissur, Hornbohrer, Eiseskälte kam später. Kam später, okay. Es war Hornbohrer. Man merkt, du bist alt. Naja. Ja, ich bin sehr alt. Es gab drei One-Shots. Ja, die drei. Ja, die Fissur, Eiseskälte, Hornbohrer. Sheer Cold war später. Der Cold kommt, glaube ich, Gen 3 rein. Okay, ich weiß auch die genaue Gen, my bad. Keepers würde ich aktiviert, aber wahrscheinlich einfach rauslaufen lassen. Dann kennt es mit seinem Base. Ich glaube zumindest. Ja, ich glaube dir. Gen 3, wenn nicht, weiß Chat ist eh besser. Irgendwer im Chat weiß das dann am Ende noch genauer. Kann mir dann genau den Tag sagen, an dem es nur nachgedacht wurde, raus. Ich habe noch auf der N64 Pokémon Stadium 1 gespielt. Das war so eine gute Zeit, ne? Weil wir war Game Boy Advance erste Pokémon. Also erst Feuerrot, nicht mal Rot, sondern Feuerrot. Oh, wow, okay. Sehr spät rein. Wir durften auch damals keine Videospiele spielen, kein Fernsehen gucken und so. Hab viel gelesen. Ah, okay. Viel gelesen. Und dann wurde ich süchtig, sobald ich durfte. nach Videospielen. Naja. Okay, ich jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. Ja, das ist ein krasser Werdegang eigentlich. Guillotine. Dankeschön. Jawohl. Oh, wir gehen nach Frankreich. Buchstäblich. Mit Krabi. Okay, wer hat Guillotine gecastet? Kingler zum Beispiel konnte Guillotine. Wer? Kingler, Pinsir. Kingler, diese riesige Krabbe, ne? Ja. Pinsir war dieser Insektendude. Genau. Ah, Sichlor? Sichlor könnte auch Guillotine, ja. Aber hier gibt's einen. Der Kopf abgetrennt. Ganz schön brutal für so ein Kinderspiel. Ist gut, dass dann eine Wand dran denkt, dann Bow Sending mit 2. Wenn der sterben sollte, ist vielleicht sogar Nash machbar. Wenn dein setzt nach, Bow 1 HP, aber die Schilde und Locket sogar noch. Guardian, Rakani und Locket werden aktiviert. Wir sagen Toplands auch in der Bedulia, aber er hat 3 Dashes und einen Flash. Nee, Flash noch nicht ready. Er ist fein. Aber der eine Killer im Bohr, das ganze Momentum ist geschiftet, ne? Also irgendwie, das Gold immer noch bei K-Cop vorne, Prince Tower, aber trotzdem von der Art und Weise, wie Position geholt wird, ist Merkel und Drücker. Und das Nash gerade besser? Das sind sie, das Ding ist bloß, sie werden niemals Nash durchziehen können. Also, sie werden niemals Nash starten, am Ende ist immer ein Drake-Fight. Das ist so, wenn ich jetzt Kass würde, ich würde das für 2 Minuten ein bisschen der Static machen, weil schon so oft über Zeit, oh, Flank DP, geil!
Und wer wird das werden? Ari. Und das kann richtig geil werden. Ich finde den Flank sexy. Sagen direkt wieder auf Nico drauf, Raskobi. Oder das derzeit für absolut niemanden. Und dann der Reengage von Alvaro auch teilweise. Das ist jetzt actually Nash. Was für das Setting, Tolkien. Da fängt man einfach und sagen proaktiv, als ich ihn hier erblicken durfte. Und Raskobi, wie du gesagt hast, und dann macht man der Handgelenken so. Und auf einmal. Das wirklich schwach, wenn du das gern. Dann fliegst du daneben mit deinem Protobelt. Ja, ich meine, an sich, Tagemas kann ja einfach. Hobby ist schwieriger. Sake muss noch stehen. Halt dann eh, halt dann Charm, halt dann Charm, halt dann Charm. Du musst da nicht hin. Okay. Flash Engage auf den armen Mervin. Der wird aber durch zu Stan. Standard Sky Flash auf Saken drauf. Das ist ein Reset-Kill, oder? Nicht ganz jetzt erst. Poppy kommt sogar raus. Und Madline Scroll behauptet sich. K-Cop hier, Match der Woche. Erst mit einem Vorteil beim Match, aber sie turnen schlecht und vor allem turnen sie auf Aatrox, der eine Mann, der tanken darf. Ich meine, wenn Tagamas es schafft, sein W zu connecten mit einem Stun-Target, dann können sie gewinnen. Hat er aber nicht. Deswegen kommt Aatrox raus. Und Ult drücken. Und jetzt, oh, Mervin will mal canceln. Ah, er schafft sogar drei Leute zu canceln. Ja. Drei Mann an seinem. Alle strecken sich. Ein bisschen Jumpscare, weil Nash, nicht Nash. Drake in 40. Das ist Drake von Madden. Drake in 40. Nein, das ist nicht Drake for free. Die werden safe halten. Was wollt ihr mir? 40 Sekunden, die kommen dahin. Die werden ohne Vision reinlaufen. In der SKLPL wäre das free. Ja, aber die werden ohne Vision reinlaufen. Poppy wird nicht direkt Ult casten und dann werden wir einen wilden Fistfight haben. 100%. Das wird noch ein Fight werden. Okay. Ja, sehr deep auf jeden Fall. Schwer zu flashen, dann flashen nach oben, bist trotzdem nicht connected. Finde ich auch fair, ist schwer für Raskobi zu spielen tatsächlich, den Fight. Ja, finde ich auch. Weil Aris Flank einfach gut war. Das war aber Jojas Fehler. Und hier, guck auf Tagamas bitte. Weil Kaush hat, er sagt auf jeden Fall locker, ich will flashen, ne? Ja, muss er. Er flasht. Tagamas hat kein E mehr, kommt nicht mehr ran. Wenn er hier eht, ist Mervin tot. In der Zeit, bevor er Ult drücken kann. Vor allem kann er auch nicht Livestream mit Thunder Scale, du hast absolut recht, wenn die AKW durchkommt, wäre sie huge. Und jetzt bitte Replay aus, Drake Fight an! Madlines ist in Maria drin, aber der ganze K-Cop-Kader ebenfalls da. Noch ist kein Aatrox da. Er spielt einen leichten Flank. Er geht jetzt sogar Lethality, aber das ist viel zu spät. Ja. Da ist der Damage hier nicht wirklich relevant. Aatrox im leichten Flank drin, eher unangenehm. Nico hat Flash. Beide ADs von drei Items. Das heißt, bei Top-Ender gerade möchten einfach nur ein bisschen threaten, aber kann nicht reinspringen, weil er meinen Launcher hat. Genau, AD Carry OP. Das sage ich auch schon seit Ewigkeit. Ey, ist wirklich so. AD Carry auf drei Items. In der Phase, ja. Kannst du Top-Ender nicht machen. Kannst du Top-Ender nichts. Die lachen nicht aus. Aber Nico, was machen? Sie kann Flash Engage spielen. Guckst du noch einen Minion. Schöne Ult, das ist der Hornbohrer, die Guillotine. Und das ist hinter in der Backline sogar ein Kicken. Ja, aber jetzt Engage von Tagamas, sag ich jetzt nach, du kriegst den Drachen, weil man dein Score secured. Aber der Fight ist schlecht. Bo kriegt einen Reset. Jetzt ist er selbst Sevier und er hittet wie ein Truck als Sevier. Und damit kriegt man den Drachen zwar nicht, aber Nash sollte free sein. Vor allem Alvaro, Suicide für den Drachen und Mackie trotzdem mal da rein danach. Ja. Ich dachte, sie machen Drachen und wenn du rausfleischen und rausrennen oder so. Ein kleines Bauernopfer. Ja, ja. Ja, würde Sinn ergeben. Aber stattdessen sucht sie eine Fight afterwards. Das ist schon eigentlich sehr fragwürdig. Bin ich auch kurios, wenn Alvaro sich opfert, quasi den Jungler sieht und damit halt den Drachen safe macht, dann, wenn vier Mann überleben, gewesen, genau. Ist ja. Nash halt nicht free, ne? Wenn vier Mann tot sind, ist Nash free. Wenn vier Mann leben. Richtig. Vor allem eine Sylvia auch, die lebt. Und mich dann stackst. Okay, warum ist dann ein Fight passiert? Also, Drachen wird gemacht. Alvaro zone sehr früh tatsächlich, also ist nicht gut mit ihm gemacht, ne? Also, fairerweise, Alvaro hat einfach geintet. Jetzt im Nachhinein. Für mich war es schwer zu schätzen, weil ich nicht gesehen habe, wie viel Leben Drake hat, weil das nicht da war. Im Nachhinein, ganz lang, genau. Ja. Aber nee, der Drache hatte nicht, der wurde nicht angezeigt, der HP war gerade, weißt du? Mm-hmm. Beim Replay, deswegen, I don't know, ob es actually zu früh war. Oh, ho, ho, ho! Hast du als Coach auch so reagiert, der wechselt so, oh! Öfter mal, ja? Ja. Okay, der Facepalm, ja. Okay, meine Wut war nicht so vocalized, sondern mehr so eine Flasche gehabt, wo sie gegen die Hand geflogen ist. Verstanden. Das war so mein Ding. Schlummert in dir. Der Zorn. Ja, und K-Cop jetzt vielleicht dabei zu strugglen, wenn sie das Game closen wollten. Nicht meine Güte, mit Line zu strugglen, die das Game stallen wollten. Denn normalerweise, wenn du nicht mehr Dinger bei Drachen abgibst, wenn du Sevier's Hide gibst, aber jetzt mit dem Godfather und Nash obendrauf. Die Frage ist aber, wie close gegen Sevier, wenn du jetzt gerade siehst, du hast keinen klaren Dive gegen Sevier. Mit gutem Makro. Du wirst jetzt mal einfach eine Wave stacken und ach, guck mal, komm, Tagamas, du hast gesagt. Weil du musst ja diven. Du musst dich diven. Sevier kann ich top und mit Dive zeitlich halten. Ja gut, aber Tier 2 ist juckend. Aber mit dem ersten Nash die Base aufzubrechen, ist nicht so gewöhnlich in der Meta gerade. Ja, die Games sind so langsam. Klar. Ich überlege gerade. Also generell, der erste Nash ist dafür da, die Tier 2 zu brechen. Genau. Direkt. Ja. Die Frage ist halt nur langfristig gesehen, ne? Also K-Cop immer noch gut vorne, aber Sevier aber noch sehr untouched. Und wenn Fruskopi es schafft, seinen W oder seinen Flash zu finden und nicht mehr gecharmt wird, wird die Fights auch schwerer. Ui, dass er da ult ziehen muss, oh bitte. Jetzt Top-Turm in der Bedrängnis. Aatrox aber bitte nicht alleine in der Lage, das zu halten. Ich glaube, mit den Super-Vasallen, mit den Cannon-Minions sollst du Mid-Turm auf jeden Fall kriegen. Nicht unbedingt auf der Wave, aber auf der nächsten, probably. Und danach ist der Top-End die Frage. Wo immer Sevier halt steht, wird der Turm wahrscheinlich lieben. Aber ich muss sagen, ich bin zwar sehr kritisch und Flame auch gerne, aber K-Cop spielt die Fundamentals relativ gut in dieses Game. Verglichen damit, wie sie letztes Split waren und auch gestern. Na, also hier auch die Vision-Kontrolle von Tagamas, dass dazwischen im Jungle ist, dass beide pushen können, Zaken wird nicht gesehen, geht Botlane, kriegt ein bisschen Chunk rein, geht aber nicht für einen Dive.
Auch im Drachenschon machen sie gut. Upset intet hier ein bisschen. Aber es ist fein. Ja, es ist fein, verliert aber Flash. Ganz ja. Genau. Aber die Frage, ob Nico ihn später catchen darf, wenn wir so für den nächsten Soulfight gehen, das ist richtig, wirklich richtig. Der relevante Cooldown. Darum geht's. Ich mag es nicht so sehr, dass sie jetzt drei Lanes spielen wollen und müssen. Man hat vor Top und Midwave nicht gut zu sehen können, was auch schwerer ist beim zweiten Turn vorherweise, aber jetzt spielen sie drei Lanes, macht Upset angreifbarer, fehleranfälliger, ne? Ja. Drei Lanes zu spielen. Jetzt Engage, kommt durch, aber wird einfach gejumpt und es ist ein negativer Face Rush, ne? Er rennt schnell in seinen eigenen Tod rein und damit kriegt man den nächsten Kill, den nächsten Reset. Kann man für mehr gehen? K-Cop auf der Jagd nach Blut. Und sie kriegen die Base sogar aufgebrochen mit dem ersten Nash und das ist geil. Jetzt sehe ich doof aus, ich meine, sie können nicht diven, dann müssen diven, aber wenn Matt so spielt, dann... Klar, sie ist nicht doof aus, einfach halt Mind Control mal wieder, ne? Ja. NPCs werden ein bisschen kontrolliert und jetzt würde ich fast einfach sagen, kack drauf, Diggi, wir gehen Base, wir spielen Drake und wir kriegen Seele. Ja. Einzige Frage ist wirklich halt so, ist irgendwie P-Word da für Nico? Können wir sie ansonsten im Front-to-Back beantworten? Der Wort sollte immer ja laut. Vor allem, wenn du Casey bist, weißt du, es ist keine Ward, weil du die Stadt gepusht hast, Topset. Gerade gesehen hast, das heißt, eigentlich müsste K-Cop hier wissen, die haben volle Kontrolle. Ich glaube, Hilly wäre jetzt der einzige Typ, der jetzt einfach durchrennen würde, Richtung Botzer Jungle und erwarten würde. Das wäre der einzige Flank für den Supporter. Aber Alvaro zählt sich hier Mitte, das heißt, sie werden vollkommen wissen, wo sie hin können, wo nicht. Wird sehr schwer werden, von Mert hier irgendwas zu finden. Super gegen Rap-Buff. Er gewinnt. Einen langwierigen Fall. Oh, Upside, macht es gleich bitte auch. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Europa ist doomed, Europa ist doomed, Europa ist doomed. Nein, 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 das kann nicht passieren. Innerhalb von 10 Sekunden auseinander. What the fuck? Nein, 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 Mann. Nein, 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 du denkst, es ist ein Missplay. Erwartet einfach, okay, Drachen, 40 Sekunden, ich würde den Rap-Buff länger haben. Ja, na klar. Deswegen stall ich optimiert, ihn. Ja. Na klar. Und schon mal DPS wäre das noch gemacht. Der DPM gespammt. Oder flammst du gerade Elias? Ich flame Elias. Ich fand das kacke. Ich flame ihn dafür. Let the hate flow for you. Upset ist der eine Mann ohne Flash. Ah, das ist also Nikos bestes Ziel. Ja. Sie hat aber GA ohne ready. Ohne Flash also. Gegen Rell, Nico, GA, Poppy. Aber GA. It's fine. Ja. Honestly, it's fine. Weil der 1 Visarial halten, Poppys Ult ausspielen, aber mittlerweile ist er ja auch nicht mehr so broken, dass er das alles einfach easy alleine machen könnte. Das ist Vergangenheitsmusik. Auch Mervyn hier, aber mit dem Bild, na, kann nichts machen eigentlich. Also... Bo, Upset und Kavoshal, alle können jemanden shoppen, gefühlt. Ja. Oder muss Ult ziehen zumindest, halt, was du nicht möchtest, ne? Defensiv, mit Ratox. Das willst du wirklich nicht, hast du das. Du musst rausdashen, der wird aber angeultet, der muss direkt auf Flash ziehen. Ult und Flash, ja, du siehst die Zukunft vorher, Mann. Und jetzt kommt der Drake oben drauf. Nico hat den decent Möglichkeit für einen Flank. Sie hat Flash, sie ist jetzt mit ihm getarnt. Sie hat getarnt. Sie ist unsichtbar. Am besten dann mit Pink Ward. So richtig langsam auch. Boah, wir müssen jetzt eine geile Ult finden, damit der Fight gut ist, oder? Wird Tagemas irgendwann mit Flash Engage dazukommt. Herbuschat flankt jetzt ebenfalls. Da kommt der Engage von Tagemas. Gute Ult. Und da ist es easy. Tagemas mit einem geilen Engage. Nico direkt dead. Und mit Lionskoi wird hier den Boden finden. Den werden sie aufwischen mit ihrem eigenen Blut am Ende des Spieltags. Denn K-Cop triumphiert. Und das eindeutig sogar in dem Game. Du hast den Draft gesagt, 80-20, was Scaling angeht. Und sie hat Möglichkeiten, einen zu finden. Aber K-Cop snowballt hindurch. Ja, also ich meine, das ist typisch halt, ne? Du denkst, Draft ist one. Aber ich bin auch sehr, sehr überrascht davon. Was für mal der Knick im Spiel? Der Flank of Frisco, also das Ende der erste Nash dafür bekommen wird. Drachenstacking war auch. Ich will gerade das Dach zu gehen. Ich will zurückgehen, ich will. Ja, das ist immer geiler. Aber ja, Chat, K-Cop gewinnt das Match der Woche. Die Franzosen, die letzten Split nichts gewinnen konnten für die ersten 7 Spieltage, gehen jetzt 2-3. Und mit Lionskoi, der Finalist des Wintersplits, die ganz knapp einige Winning Games gegen die Tour davon entfernt waren, zu MSI zu fahren, sind auf einmal 1-4 in Europa. Das war Frescovia und Drachen. Willst du mal sagen, geflankt hat, ne? Ja, das war's. Ich wollte ein bisschen Hype, ich wollte Storyline erzählen, weißt du, ein bisschen Chat mitreißen, weißt du? Ja, du bist der Caster für den Coach. Ja, das ist okay. Wen punish ich am meisten? Da kommt dann den Gürtel ab, weißt du? Der Gürtel, das ist das Ziel, ja. Die Schule K-Comas.